Hallo zusammen, Michi ist wieder da und ich bin wieder für euch in Battlefiles unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder ein kleines Opening-Video und zwar geht meine kleine Archäologie-Reihe weiter. Wir wollen heute wieder 100 Kisten aufmachen und zwar habe ich mir dafür 100 Zwergenkisten von der Archäologie geholt. Eine habe ich jetzt schon geöffnet, um ein Makro zu testen. Letztes Mal hat es ja ein bisschen lange gedauert, bis wir die ganzen Kisten aufgemacht hatten. Diesmal wollen wir das mal mit Makro versuchen. Vielleicht geht das ein Ticken schneller. Und ich habe mich ein bisschen eingelesen, ähm, äh, ja, wie selten der Stab ist, den ich denn hier brauche. So, ich würde sagen, wir fangen mal an. Meine Kisten auf. Ihr seht jetzt mit dem Makro hier. Aha. <laughs> geht es ein Ticken schneller. Wir haben, wie gesagt, 100 Zwergenkisten. Und wir versuchen uns einmal hier den Stab zu bauen. Und ich habe auch ein bisschen nachgelesen, was das für ein Stab ist. Ähm, äh, und zwar ist das der Stab von dem Dude in Taurissan, der Ragnaros beschwört hat im Krieg der drei Hämmer. Wusste ich davor auch nicht. Also, dass da einer von den Dunkeleisenzwergen Ragnaros beschwört hat, das wusste ich, aber dass es der Typ war, wusste ich jetzt nicht an der Stelle. Ganz interessant zu wissen auf jeden Fall. Und ich hoffe, ich krieg den Stab. Und dazu haben wir jetzt schon mal einige aufgemacht. Jetzt schauen wir mal, wo haben wir die Zwerge? Hier haben wir die Zwerge. Ich habe jetzt auch mal geguckt, wie viele Zwergenrelikte äh, ich schon geöffnet habe. Es waren jetzt 71, was mir relativ wenig erscheint, muss ich sagen. Aber auch da habe ich äh, gelesen gehabt, dass es anscheinend mal ein Reset gab von diesen Dingern in MOP. Vielleicht war ich da auch betroffen, weil ich habe eigentlich relativ viel Archäologie gemacht, was ich mich noch so erinnern kann. Deswegen kam mir jetzt 71 relativ wenig vor tatsächlich. Ähm, das habe ich nachgeguckt, um so ein bisschen zu schauen. Wie viel habe ich dann im Verhältnis zu anderen, die den Stab hier farmen? Da haben manche geschrieben, ja, den haben sie relativ. Äh, also, sie haben länger gebraucht. Auch andere Sachen. Einer meinte irgendwie, er hat so 40, 50 Tries für den Raptor gebraucht. Ne? Es gibt ja auch einen Mount hier raus. Und für den Stab hier um die 200. Ne? 200 klingt jetzt nicht so ganz nice. Einer meinte, er hat so um die 100 gebraucht. Das lässt mich ja wieder hoffen. Und da war so ein anderer Dude, der hat gemeint, er hat jetzt 1000 Versuche und er hat es immer noch nicht. Ne? Und wir reden hier von 1000 Dingern aufgemacht, ne? Nichts von solchen Kisten oder sowas. Also, ja, das lässt mich jetzt halt irgendwie hoffen, dass ich sehr, sehr Glück habe, weil das scheint doch eine sehr, sehr seltene Sache zu sein, wie ich, wie ich mir ursprünglich schon dachte, aber der eine mit den 1000 Tries. Pff, uh, ich hoffe mal nicht, dass, dass wir auf das rauskommen. Und ja, jetzt gucken wir einfach mal. Jetzt habe ich mir ein Makro gemacht. Jetzt geht das zumindest schon mal ein Ticken schneller. Und ja. Ich habe immer noch, bis letzte Mal habe ich mir ja 50 von diesen Steinen gekauft. Ne? Mal gucken, ähm, ob wir die heute aufbrauchen. 20 haben wir jetzt noch. Und die Kisten gehen gut raus, wie ihr seht. Ich hatte ja so ein bisschen die Hoffnung, dass ich diese Kisten hier äh, nutzen kann, um dann auch die Quests in Draenor noch zu beschleunigen. Aber ich denke, wir werden alle brauchen, um den Stab zu kriegen. Es soll anscheinend, was ich auch noch ähm, rausgekriegt habe, einen Stab geben in der Questreihe in... Ähm in Burning Crusade, wo man einen Stab hat, der ähnlich aussieht, da haben sich ein paar Leute drüber aufgeregt, wo ich mir denke, okay, ja. Es ist aber anscheinend keiner, der das gleiche Transmog, also das komplett gleiche hat, ne, weil mir wird jetzt hier vom Addon nichts angezeigt, deswegen vermute ich mal, dass der halt ähnlich aussieht, da bin ich genauso. Ja, nichtsdestotrotz, ich will ihn ja haben wegen der Sammlung und nicht wegen dem Transmog, ne. Also, falls mir jetzt einer ankommt, hey, du könntest doch einfach den Stab farmen, der sieht fast genauso aus, ja, schön, aber ich will ja das hier im. Quasi in der transform sammlung komplett haben. Und Archäologie ist leider ein bisschen eine ätzende Angelegenheit. Ich habe schon von anderen gehört, es gibt anscheinend auch noch so ein Trollschwert, ne, das ähnlich selten sein soll. Und ja, da gibt es auch einige Leute, die das farmen. Das schlechte bzw. gute, je nachdem, wie man sehen will. Ich als Druid kann keine Schwerter tragen, deswegen bleibt mir das Trollschwert erstmal noch erspart. Und vielleicht werde ich das dann irgendwann anders nochmal holen. Irgendwann will ich halt auch mal anfangen, den ganzen Transmog-Zeug zu holen. Ne? Also auch von den anderen äh, Klassen. Aber als erstes konzentrieren wir uns jetzt hier mal hauptsächlich auf den Druid. Und dann werden wir sehen. Gut. Jetzt haben wir alle Kisten aufgemacht. Ein paar Sachen kann ich noch herstellen. Oh boy. Ich glaube, das sieht nicht gut aus. Komm, gib mir den Stab. Oh nein, wieder nix. Puh, okay, das war eine Nullnummer. Was, wie viel haben wir denn jetzt hier hergestellt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 wenn ich mir jetzt nicht verzählt habe. Also das letzte Mal waren es auch so um die 25 Items. Wenn ich 100 Kisten aufmache, ne? Quasi, man braucht immer etwa. Vier Kisten, um ein Item herzustellen. Gut, man hat ja hier noch die Steine zusätzlich. Also nochmal 25. Sind wir wahrscheinlich jetzt etwa bei ähm, 100 Items. Knappe 100 Items müssten wir sein, die wir jetzt durch Zwergen-Sachen hergestellt haben. Ist ja im Verhältnis zu dem, was ich da gelesen habe, noch nicht sonderlich viel. Und ja, mal gucken. Ein paar Kisten habe ich noch. Demnächst werden wir hoffentlich was rausziehen. Und dann sehen wir uns dann wieder. Euer bis zum nächsten Mal. Ciao.